Hallihallo Freunde und euch eine draußen einen wunderschönen, was auch immer. Ein Tag nach dem Tag. Heute ist ein Tag später, logischerweise. Was habe ich da gerade? Achso. Hier, wie heißt das Ding? Telegram-Nachrichten. Mir geht es soweit wieder gut, kann man sagen. Ich habe die Sache immer mit meiner Oma erstmal verdaut, in Anführungsstrichen. Dafür habe ich heute ein anderes Problem. Und wer mich kennt, der weiß, dass es mir dann von Arte wirklich dreckig gehen muss. Heute ist, schaut mal aus, Sonnenschein. Ich habe mir vorgenommen, ich gehe zum Garten, weil ich habe noch einen Drehauftrag vorliegen, aber ich werde dort nicht zum Garten gehen und auch nicht den Drehauftrag dort wahrnehmen, weil ich muss heute schon zwangsmäßig mit meiner Tochter Hund raus und das wird für mich schon eine Qual werden. Ich hoffe, das schaffe ich auch und dann bin ich auch schnell weg. Also ich wollte heute um den Garten. Ich habe mir vorgenommen, heute auch, also auch von der Kamera, Akku lädt und so weiter. Aber wie geht's körperlich untenrum? Gerade so beschissen wortwörtlich. Was passiert? Über Nacht, ich weiß nicht. Ich kam gestern Abend nach Hause, mir ging es ganz normal. Bin ich ganz normal, ne? Okay. Hab dann noch ganz normal was gegessen, bevor ich ins Bett gehe. Und hab dann schon nach dem Essen mitbekommen, auf einmal gefühlte Blähbauch. Ich dachte, was nun? Ne? Hab da wieder ein bisschen was gegessen. Ich habe mich nicht wirklich satt gefühlt. Hab mir gespürt, der Bauch fühlt sich aufgebläht an, aber nicht satt. Gut, hab noch was gegessen, damit ich zumindest einigermaßen ein Sattgefühl habe. Geh ins Bett. Und dann ging's los. Also mit dem Blähbauch ins Bett. Ging's los. Morgens um 2 Uhr, lass mich lügen, 40. Werde wach. Du musst auf Klo gehen. Auf Klo. Und Durchmarsch. Ich nenne es mal so. Scheiße. Denn merkst du auch logisch, weil du durchmachst, die wird arschkalt, mir ist es aktuell auch noch arschkalt, die wird arschkalt. Gehst wieder ins Bett, kuschst deine Frau wieder an, 10 Minuten später bist du wach, musst auf Klo, durchmarsch. Und so weiter, das hat ganz Zeit durchgezogen, bis glaube ich morgens um 4 Uhr ungefähr, dann konnte ich einigermaßen schlafen. Jetzt bin ich wach mit meiner Frau, die ist gerade nicht da. Gott sei Dank geht sie auch mit dem Kind heute zum Arzt, weil das Kind hat heute einen Arzttermin. Und ich muss gleich mit dem Hund von meiner Tochter nochmal raus, weil die hat ihren Hund heute vergessen, auf in Anführungsstrichen. Gefühlt, wie gesagt, wollte ich heute in den Garten gehen, weil das Wetter passt, ist schön, Sonne scheint und so weiter. Wäre ich auch komplett fit, würde ich auch gerne machen, aber ich habe Angst, auch schon bei der Gassi-Runde, dass es sofort in die Hose geht. Und ja, ich weiß nicht, woher ich es habe, dass ich auf einmal Durchmarsch habe und diesen Blähbauch immer habe, weil es ist permanenter Druck auf dem Bauch. Jetzt habe ich eine Hose an, Gürtel zu. Ist von Art her keine gute Kombination. Das übt auch immer Druck nochmal aus dem Bauch aus, aber was soll ich machen? Ohne Hose rausgehen geht auch nicht. Wenn man mal frei hat und man könnte was schaffen, sei es sogar hier Videodrehmäßig, ne? Wie gesagt, die Akkus laden schon mit Kamera. Geht's einen auf einmal körperlich so beschissen. Ich hoffe, das Ganze wird sich doch heute ein bisschen legen. Wie gesagt, vielleicht versuchen, mit dem Hund auch mal rauszugehen. Versuchen. Ich hoffe, es klappt doch einigermaßen. Oder ist was in die Hose geht. Und dann höchstwahrscheinlich werde ich mich in eine Badewanne reinschmeißen, was schön warm ist für den Körper. Ja. Wie geht's euch heute draußen? Schreibt's mir auf Instagram und auch TikTok, Markolos-YouTube und auf YouTube abonnieren und teilen. Ich wollte jetzt rausgehen, aber ich gehe jetzt aber aufs Klo und sage damit immer schön mit Ö. Bis morgen wieder. Ich hoffe, mir geht es wieder heute noch im Tageslauf besser. Oder spätestens morgen müssen wir wieder gut gehen, morgen müssen wir arbeiten gehen. Und Videodreh werde ich damit zwangsmäßig aufs Wochenende verlegen müssen. Salavi. Schön mit Ö. Bis bald. Euer Marco Lorenz.